So, da sind wir wieder zurück zu Night Springs. Alan Wake 2, wie auch immer man das sagen möchte. Episode 2, Northstar. Ich glaube, hier spielt man, wenn ich mich nicht ganz irre, Jesse Faden. Oder jemand, der so aussieht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir starten das jetzt. Ja, let's go. Eine Frau will einen vermissten, geliebten Menschen retten. Sie versucht verzweifelt, den geheimnisvollen Agenten, die sie jagen, voraus zu sein. Agenten von eben der Behörde, die ihr ihre einzige wichtige Person genommen haben. Auf ihrer Mission wird sie begleitet von einem geheimnisvollen Schutzengel. Ihr Nordstern zeigt ihr den Weg, wie schon seit jeher. Sie weiß nicht, was sie Befremdliches erwartet, während sie seinem standhaften Licht in eine kleine Stadt folgt. Nach Night Springs. Die traumartige Episode Northstar. Das wird jetzt verrückt. Ganz ohne Zweifel. Das Universum ist viel tiefer und seltsamer, als die Leute glauben. Mein Bruder und ich wissen das. Haben's gesehen. Haben dich gesehen. Aber es gibt da Leute, eine Behörde, die nicht will, dass die Leute über den Tellerrand schauen. Deshalb haben sie meinen Bruder entführt. Und mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Aber das hat jetzt ein Ende. Er hat selber, glaube ich, noch keine Kräfte. Und nichts. Wir werden sehen, was hierbei rumkommt. Es kann nur bescheuert werden. Aber ich glaube, viel bescheuerter als mit der Kellnerin kann es nicht werden. Habe ich so das Gefühl. Da ist sogar kein Pin. Gibt's den hier irgendwo? Bestimmt. Achso, hier kann man irgendwas lesen. Ob irgendwas hiervon wichtig ist? Was, die Zahlen? Eintritte. Montag 3,61, Dienstag 4,58, Mittwoch 504. Samstag 22, bis auf weiteres geschlossen. Ja, bestimmt die Zahl. Achso. 200. Ah, danke. 238. Super. Also das Ding hat sie natürlich trotzdem mit dabei, weil das ist ja in ihr drin. 2, 3, 8. Ups. Tipptopp. Ich bin der Regierungsbehörde, die meinen Bruder entführt hat, nie auf die Spur gekommen. Bis jetzt. Durch dich habe ich diesen Ort gefunden. Jetzt hilfst du mir, ihn zu finden. Stimmt's? Das ist eine andere deutsche Synchronstimme. Hallo? Ist da jemand? Glaube ich. Das sieht schon... Eine Kaffeebar. Hier bekomme ich wirklich Lust auf Kaffee. Aber ich schätze, genau darum geht es auch. Taschenlampe. Ja, toll. Klar, die Kellnerin hat natürlich die übelsten Waffen am Start. Hier brauche ich auch wieder einen Code, ne? Ist das der gleiche? Ne. Na gut. Ja, man kann es ja mal probieren. Also muss ich hier irgendwo den Code finden. Warum muss sie sich damit auseinandersetzen? Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine Taschenlampe. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Aber wo kriegen wir eine Taschenlampe her? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke von da, aber wie komme ich da ran? Hier sitzen auf jeden Fall viele Leute. Ich gehe jetzt erstmal. Was sind das für Ungeheuer? Na, noch machen die. Glaubst du, dass dort etwas ist? Okay, mit dem müssen wir anscheinend jetzt erstmal reden. Matt, hier! Ja, warte kurz. Kommen Sie ins Licht! Sie mögen das Licht nicht.
Sie sollten nicht hier sein. Wie sind Sie überhaupt hineingekommen? Scheiße. Ein Cop. Soll ich lügen? Ich ließ mich quasi selbst rein. Sie haben sich wohl Ärger eingehandelt, was? Oh, Bauchredner. Guck mal. Was ist hier los? Was sind das für Wesen, diese Schattenmenschen? Ich bin hier, um das herauszufinden. Die Regierung hat irgendwas in den Kaffee gemischt und die Menschen in Kaffeemonster verwandelt. Die Regierung? Okay. Ist das dieselbe Regierungsbehörde, die mich all die Jahre verfolgt hat? Erklärt alles. Etwas im Kaffee ist verantwortlich dafür? Wirklich? Ich brauchte eine Weile, um das zu akzeptieren. Zuerst dachte ich... Nun, ich weiß nicht, was ich dachte. Aber nun ist klar, dass es sich hierbei um Schattenstaatwissenschaft handelt. Es macht ja auch einfach Sinn. Ne? Jeder trinkt Kaffee. Ich suche nach jemandem. Meinem Bruder. Hast du jemanden gesehen? Nur wenn man diese Monster zählt. Es tut mir leid, Ma'am. Sie haben auch Leute aus Night Springs entführt. Ich bin hier, um sie wieder nach Hause zu bringen. Hm. Doch nun sollten sie gehen. Es ist hier nicht sicher. Ohne meinen Bruder gehe ich nirgendwo hin. Das respektiere ich. Hinter dem Park befindet sich ein Lagerhaus. Es ist abgeriegelt, besitzt ein modernes Regierungssicherheitssystem, doch die Sprechanlage ist kaputt. Ach, Scheiße. Ich glaube, dass die verschwundenen Leute dort festgehalten werden. Auf der Bank sind eine zweite Pistole und eine Taschenlampe. Ich würde mich besser fühlen, wenn Sie sie mitnehmen würden. Diese Monster mögen kein Licht. Und was immer Sie auch tun, trinken Sie auf keinen Fall den Kaffee. Okay, Bro. Das ist der Sheriff aus Alan Wake 2, der ja verblüffend ähnlich aussieht zu dem Charakter, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aus Quantum Break. Personalmemo. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es aufgrund der neuen Führung Änderungen geben wird. Coffee World wird ab sofort nur mehr nachts geöffnet sein. Dadurch können wir neue Kunden gewinnen. Außerdem sollten alle Angestellten unsere Rüstung dunkel wie die Leere bewerben. Aha. Dazu werden wir morgen eine spezielle Verkostung für die Angestellten veranstalten. Anwesenheit ist Pflicht. Bitte bringen Sie Ihre Freunde mit. Ja, ist doch nett. Haben Sie mich gesehen? Nö. Jacob Flamson, 52 Jahre alt, männlich, 1,80, 81 Kilogramm. Zuletzt gesehen im Nationalpark von Night Springs. Am 18. September, Guden dabei, teilte die meldende Person mit, dass ihr Partner Jacob Flamson zuletzt gesehen wurde, als er gegen 11.30 Uhr zum Nationalpark von Night Springs aufbrach. Flamson trug ein dunkles Hemd mit Rockband-Logo, ein Flanell-Oberhemd und marinefarbene Jeans. Wenn Sie Informationen haben, wenden Sie sich bitte an das Sheriffbüro von Night Springs. Dark Triangle Kaffee präsentiert voller Stolz Nacht unter den Sternen. Die Nächte mögen kalt sein, aber der Kaffee ist heiß. In dieser Woche hat Coffee World nur bei Nacht geöffnet. Bringen Sie Ihre Familie, Freunde, Kinder und Bekannten für Spaß unter den Sternen mit. Ich finde gut, dass Kinder und Familie nicht zusammengehört. Das muss man schon strikt trennen. Schließen Sie sich uns an. Schließen Sie sich der Durchsickerung an. Okay, das mache ich doch. Aber also, hallo. Ja, gerne, du. Das sollte die Dinge erleichtern. So, nun haben wir auf jeden Fall eine Taschenlampe. Und mit der Taschenlampe können wir natürlich jetzt wieder einige Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten. Ich weiß nur nicht genau. Sehen wir uns das Lagerhaus an, das der Sheriff erwähnt hat. Ich möchte die Taschenlampe an. Bist du noch dabei? Schön zu hören. Das wird sich bestimmt irgendwie regeln mit der Taschenlampe. Ich soll da auf jeden Fall hinten hin. Mache ich natürlich nicht. Nehmen erstmal Batterien mit. Also okay, wir haben übelst viele Batterien. Also so viele Batterien gab es nicht im Spiel. Wie kriege ich das hier auf? Steht hier irgendwo eine Nummer? More than a sum of its parts. The secret is in the roast. This is coffee at its prime. Okay. Stehen hier Zahlen drauf oder sowas? Nee, ne? Ich habe einfach 218 Schuss, also ich glaube, hier geht es nicht darum, dass man Munitionsknappheit hat. Okay. Drauf geschissen. Ich werde mir jetzt alles hier angucken. Ich will das, also das da will ich. Auf jeden Fall.
Was gibt's für Eis? Nee, hier Achso, hier bin ich hochgegangen. Ich gucke mich erstmal hier oben noch ein bisschen um, weil hier geht's, glaube ich, noch woanders lang. Wie kann ich denn jetzt die Taschen... Ach so. Ah. Keine Ahnung, wie ich die jetzt angemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt sehe ich wenigstens sowas. Super. Okay, das ist nix. Ist das was? Ist das nix? Was soll ich damit anfangen? Weg. Mit dem Schmuh hier. Beleuchten auf jeden Fall irgendwie alle so ein bisschen andere Aspekte vom Main Game. Ich kann es halt auch eigentlich nicht erwarten. Ich hoffe, die kriegen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die IP wiederbekommen haben bisher. Darf ich auf jeden Fall hin. Ich will das öffnen. Vielleicht kann man das auch erst später, aber ist wichtig. Hier ist nur die Karte, ne? Slow Roaster. Latte Lagoon. Da waren wir ja auch drin. In der Coffee World mit Alan. Nee, nicht mit Alan, mit der Eul, ne? dass die Quantum Break auch wieder machen können, dürfen, wie auch immer. Aber schon nice, ein zweiter Teil davon. Quantum Break 2, Quantum Break 2, Control 2, bin ich mega hyped drauf, wenn das mal irgendwann kommt. So, die Frage ist, wo muss ich denn lang? Hier, ne? Okay, dann gehe ich da noch nicht lang. Ja, erstmal woanders hin, hier. So nehme ich nicht. Hier ist das. Ein Probierraum? Los, nicht den Kaffee. Ich habe eine Vermutung. Ich will mal kurz wissen. Okay. Alter. Da platzen hier die Trommelfälle bei der Lautstärke. Ja, was soll denn das? Kann auch ballern wie so ein Berserker, ist auch scheißegal. Mach mal ehrlich. Okay, die greifen mich an. Na gut, ich dachte, sie greifen mich vielleicht jetzt noch nicht an, aber wenn ich den Kaffee getrunken habe. Mir wurde gesagt, ich soll ihn nicht trinken, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, diesen Kaffee zu trinken. Ich bin ganz ehrlich. Nein, das ist die beste Rüstung, die es, glaube ich, jemals gab. Da muss man einfach mal auch mal tasten. Einen kleinen Taste-Test muss man mal machen. Lieber nicht. Ich sollte lieber keinen seltsamen Kaffee trinken. Gut. Ich glaube, Miss Faden appreciated den Kaffee nicht so. Na gut. Schade. Ja, hier kommen wir wieder zum Welcome Center zurück, aber wie kriege ich das Ding da auf? Das da. Frechheit eigentlich. Ist vielleicht auch ein komisches Rätsel, weil ich nicht lösen kann. Wir sind doch nur auf dem Poppeshorn.
Der Espresso Express ist leider out of order momentan. Schade aber auch. Na gut. Riecht wie Kaffee. Hä? Achso, ich soll einfach durch. War ja das hier wieder. Alter, da ist er. Ja, ist ja gut jetzt. Hallo. Alter, ohne Witz. Man sieht einfach auch überhaupt nichts. Mich jetzt wieder hier. Ah, ich glaube, aber ich hoffe, der hat alles bis dahin gespeichert, sonst wäre es sehr ärgerlich. Sehen wir uns das Lagerhaus an, das der Sheriff erwähnt hat. Bist du noch dabei? Schön zu hören. Hat die jetzt alles mitgenommen bis dahin oder nicht? Ah, wird man sehen. Nee, oh Mann, alles wieder. Auch die auch die großen Kisten, really? Na gut. Wenn die ihre, die Fähigkeiten, die bräuchte sie jetzt eigentlich. Scheiß auf die Lampe, ey. Müsste ihre Kräfte haben, dann wäre ihr auch alles egal. Mal ehrlich. Huch, muss nachladen. Ich musste die Scheiß-Batterie nachladen. Und kriegt sie nur so eine schrumpelige kleine Waffe und sie hat so eine riesen Wumme bekommen. Zwei Stück sogar. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo das andere war. Auf dem Klo. Cool. Die hätte ich vorher nicht, glaube ich. Es ist so lächerlich. Okay. Ja, das eine Ding fehlt mir gerade. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, ich nicht hoch. Kann ich was drücken? Nee. Da. Letztlich auch, glaube ich, nicht mal wichtig. Ey, ich habe so viel Munition. Einfach ballern. So, mal ehrlich. Einfach raufballern, ist da egal. Wo ist denn hier jetzt der Weg runter, verdammte? Also. Der Sheriff meinte, dass ich das Zeug nicht trinken sollte. Ja. Der Hausmeister würde sagen, ach, gönn dir doch. Aber wo kriege ich den Code her? Vielleicht müsste man vorne noch mal gucken oder so. Hier wird einfach geschossen, ist egal.
Aber ich muss nachladen. Chill. Danke. Sehr nett. Was ist das für Zeug? Riecht wie Kaffee. Nichts. Das muss das Lagerhaus sein. Aber wie komme ich rein? Tür. Manchmal sind die einfachsten Lösungen doch auch die besten. Ich muss da rein. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Tut mir leid, den hab ich verloren. Bitte Zugangsschlüssel eingeben. Oh, dämliche Maschine. Ungültiger Zugangsschlüssel. Sicherheitsfragen zur Autorisierung beantworten? Warum nicht? Wie lautet die Frage? Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee, wie es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Was soll das für eine Frage sein? Das ist nicht korrekt. Das vierte Wort. Der allerleckerste Kaffee. Kaffee? Das ist nicht korrekt. Dreieck wahrscheinlich. Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee, wie es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Triangle? Das ist nicht korrekt. Ja, gut. Also jetzt habe ich nur noch eine Sache, die ich probieren kann. Ich bin ganz ehrlich. Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee, wie es in unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Oh, lass mich einfach in das verdammte Gebäude. Das ist nicht korrekt. Ja, gut, dann weiß ich auch. Ich habe alles probiert, ich gehe nach Hause. Tschüss. Jetzt müsste ich das Video eigentlich finden, ne? Wir müssen wohl dieses Orientierungsvideo suchen. Ja. Aber erstmal schieße ich die Reifen kaputt. Was auch immer das ist. Ist bestimmt wichtig. Oder so. Kann ich hier einfach rüberklettern? Nee. Also eigentlich ist damit ja deutlich klar, dass die eine Verbindung zueinander haben, die Spiele. Weil warum sollten die Charaktere dann so auftauchen? Also ich meine, bei Control ist das ja schon klar geworden durch den DLC AWE. Dass Alan Wake und Control in einem Universum spielen. Hier. Na ja, gut, auf was anderes wird ja auch kein Bezug genommen eigentlich, ne? Hä? Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Wo ist denn meine Führung? Ist weg. Ich muss immer noch herausfinden, was hier der Code ist. Weiß ich immer noch nicht. Ach nee, ich komme da nicht mehr hin. Ja, scheiße, dann kann ich da gar nicht gucken. Ich dachte vielleicht erst. Become new, become new, become new, become new, join us, okay. Der ist immer noch da. Hey! Schön, das Sicherheitssystem verlangt irgendeine Art Passwort, um ins Lagerhaus zu gelangen. Sie haben sie zum Laufen gebracht. Ich frage mich, warum es bei mir nicht funktioniert hat. Was wollte sie genau? Es hat nach dem vierten Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee gefragt. Weißt du, wie es lautet? Ach, natürlich will sie, dass sie das Video anschauen. Die Infos, die sie suchen, sind auf einem Videoband. Doch es ist voller Regierungspropaganda. Ich habe es mir kurz angeschaut und es... Es hat etwas mit mir gemacht. Es ist gefährlich. Sie dürfen das Band nicht anschauen. Ich darf das Band nicht. Also nö. Ich brauche die Videokassette, Sheriff. Genau so kriegen Sie ein. Ach so. Aber gut. Wenn Sie es wirklich wollen. Ich habe es im Riesenrad versteckt. Tasse Nummer 4.
Sie brauchen diesen Schlüssel. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass der Polizist genauso aussieht wie der Charakter aus Quantum Break. Bin ich ganz ehrlich, ja. Und es gibt auch Anspielungen in Control auf ihn. Was ist das? Eine Kartoffel. Warum liegt hier eine Kartoffel? Ist das eine Kartoffel? Warum liegt hier eine Kartoffel rum? Oh. Das Mysterium der Kartoffel. Wir werden es irgendwann aufdecken. Früher oder später. Ah. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich den treffe, wenn ich mal ehrlich bin, ne? So. Ich habe so viel Munition, da ist mir das doch scheißegal, da wird einfach durchlöchert, oder? Zack. Weg mir die Schmutz. Also hier sind wir nicht beim Riesenrad. Wie bin ich denn nochmal zum Riesenrad gekommen? Sage mal. Weg ist es. Na egal. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Okay. So. 6 ist schon wieder schwieriger zu merken als 5. Okay, na dann, wir müssen jetzt zurück. Wir müssen auf jeden Fall zum Riesenrad. Das einmal aktivieren, dann wieder hierhin zurück, uns das Video angucken. Erstmal schön filmen, geil. Filmabend, finde ich gut. Du bist nicht das Riesenrad. Hm. Jetzt will ich in der Zeit erstmal alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, damit wir einfach noch mehr Munition haben, die ich verschwenden kann. Das finde ich ist eine gute Sache. Da komme ich zum Riesenrad. Ja gut, das war jetzt schwer. Also, schwerer Weg. Auf jeden Fall. Stehen welche? Warum? Ist dabei die Frage. Sind die da oben? Weiß ich nicht. Die Schüsse sind schon übelst laut, ne? Aber was soll ich da jetzt gegen machen? Ich kann nicht immer, kann es nicht immer leise machen, wenn ich schieße. Das geht ja nicht. War hier nicht nur eine Kiste? Ja, natürlich, da hinten war eine. Die habe ich jetzt noch nicht geholt. Ah, doch, die habe ich geholt. Ach, halt einfach dein Maul. Einfach gar nichts sagen. Hä? Ich will gerne... Was soll ich tun? Ach so. Schlüssel benutzen können. Die vierte Taste, was denn die vierte Taste? Macht ihr das jetzt automatisch oder?
Ach, das ist die 0. Nee, das ist die 9. Ah, da stehen Zahlen drauf. Na gut, das hätte ich mal wissen müssen. Zwölf. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und? Lust auf einen Film? Ja! Lass uns einen Film gucken. Wir wollen einen Film gucken. Ich hoffe, der ist gut. Wenn der Film jetzt scheiße ist, ne? Boah, nee. Das wäre nicht gut. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Dahin. Okay. Popcorn rausholen, Filmabend. Let's go. Unternehmen mit dem Ziel, die Nation im Sturm zu erobern und irgendwann die ganze Welt mit unseren himmlischen Getränken zu versorgen. Die Leute lieben den einzigartigen Geschmack unseres Kaffees und unserer Bohnen und schließen sich massenhaft der Dark Triangle-Bewegung an. Das Leitbild des Unternehmens ist einfach. Da! Danach haben wir gesucht. Das Passwort lautet Wahrheit. Jetzt können wir durch. Hey, was ist? Mit einem Tempo voran, da ist die passiert etwas. Etwas ist. Ah, in meinem Kopf. Bitte, du musst kommen. Trink. Nein, bitte. Du hast es gestoppt. Das war schrecklich. Ich muss Kaffee trinken gehen. Wie eine Stimme, die in meinem Kopf schreit. Aber wir haben, was wir brauchen. Das vierte Wort des Leitfadens. Wahrheit. Wir brauchen Kaffee. Gehen wir zurück zum Lagerhaus. Kann ich den jetzt trinken gehen, bitte? Dieses Video hat etwas mit mir gemacht. Ja, Kaffee. Was wohl passiert wäre, wenn du nicht da gewesen wärst? Kaffee. Was hat die Behörde hier vor? Wollen sie Menschen kontrollieren? Aber warum? Was ist ihr Plan? Was, wenn mein Bruder bereits... Und das hier brauche ich noch. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um ihn jetzt zu verlieren. Steht das vielleicht hier irgendwo? Also ich sag mal so, ich möchte gerne den Kaffee jetzt trinken. Wie komme ich da nochmal hin? Ich hab's vergessen. Können hier schön im Kreis immer laufen. Auch cool. Na dann, Wahrheit. Mal gucken, ob das was so richtig ist. Wir hoffen. Bitte nenne das vierte Wort des Leitbildes von Dark Triangle Coffee. Ach, Schloch. Unserem Orientierungsvideo zu sehen ist. Wahrheit. Das ist korrekt. Weitere Verifizierung erforderlich. Bitte nenne die optimale Rösttemperatur für Dark Triangle Kaffee Bohnen in Fahrenheit. »200.« »Das ist nicht korrekt.« »Sowieso alles falsch.« »Bitte nenne die optimale Rösttemperatur für Dark Triangle Kaffee Bohnen in Fahrenheit.« »180.« »Das ist nicht korrekt.« »Bitte nenne die
optimale Rösttemperatur für Dark-Triangle, Kaffee, Bohnen in Fahrenheit. Ich bin kein Barista. In Fahrenheit. Ich bin doch keine Barista. Das ist nicht korrekt. Scheiße. Das ist auch nicht richtig. Na gut. Es führt auch, glaube ich, nichts dran vorbei. Wir müssen diesen Kaffee einfach trinken, damit wir das... Ich wette, ich finde die richtige Temperatur bei der Kaffeebar. Die optimale Rösttemperatur. Du kennst den nicht zufällig, oder? Feuer, klar. Kann ich noch mit ihm eigentlich reden? Einfach so. Mal gucken. Vielleicht hat er irgendwas. Die Gegensprechanlage verlangt noch ein Passwort. Ich werde helfen, wenn ich kann. Und tut mir leid wegen vorhin. Ich will einfach nicht, dass noch jemand verletzt wird. Aber Sie haben das Video gesehen, oder? Ja. Sie müssen einen starken Geist haben. Ja. Sowas in der Art. Sie fragt nach der optimalen Rösttemperatur für Kaffee. Irgendwelche Ideen? Tut mir leid, ich bevorzuge Tee. Ich bin auf der lass uns gehen. Die Infos, die Sie suchen, könnten sich doch... Teetrinker. Ach du Scheiße. Der Number One Fan hat es gesagt, Teetrinker im Grunde Abschauen der Menschheit. Also man kann es nicht anders sagen. Deswegen, lass ganz schnell gehen. Genug in Coffeeshops, um eine Röstmaschine zu erkennen. Ach, jetzt darf ich das hier. Sehen wir uns das mal an. Winkel eines Dreiecks. Primzahlen 1 plus 2 plus 1. 4. 2 plus 4 plus 3. 9. 49. Die Temperatur ist höher als die Summe unseres Dreiecks. Was hat das zu bedeuten? Entdecken Sie die geheimnisvolle und unsagbare Essenz, die sich in jeder Tasse von Dark Triangles Rüstung verbirgt. Schließen Sie sich der Durchsickerung an. Mehr als die Summe der Einzelteile. Dark Triangle Kaffee hat eine optimale Rösttemperatur, die größer ist als die Summe unseres Dreiecks. Als wäre ich wieder in der Schule. Die erste Zahl unserer optimalen Rösttemperatur ist die Hälfte der zweiten Zahl und die dritte Zahl ist um 1 kleiner als die davor. Dann kann 49 ja schon mal nicht stimmen. Okay. Entdecken Sie die geheimnisvolle und... Achso, das ist einfach das Gleiche immer, ne? Okay. Was war das? Die erste? Nee, die zweite? Wer schreibt denn sowas auch hier drauf? Die erste ist halb so groß wie die zweite und die zweite ist eins kleiner. Nee, die dritte ist dann eins kleiner als die zweite Zahl. Okay. Hilft mir absolut gar nicht. Prim? Prim was? Die optimale Rösttemperatur für Dark Triangle Kaffee liegt unter 500 Grad Fahrenheit. 500 ist auch die Anzahl an Lichtjahren, die die Erde vom Planeten X13 entfernt ist. Ach so. Na Mensch, guck. Man kann doch aber 400... Warte mal. Hier steht was mit Primzahlen. Das ist aber durchgestrichen. Dann sind wir bei 4. Und wir sind bei 9. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil 4 nicht die Hälfte von 9 ist. Dann wäre das ja eine 4,5, dann wäre es eine 5. Wir müssen jetzt mathematisch an die ganze Sache rangehen. Aber wenn wir das so nehmen, 4, 9, 8. Scheiße, ist falsch. Irgendwas stimmt nicht. Ja, dann halb 487 auch, okay. 487. Wer hätte gedacht, dass Geometrie tatsächlich mal nützlich sein würde? Ich dachte mir einfach. Aber warum war da eine 9? Ich dachte mir einfach dann, das Doppelte von 4, ne? Wird schon passen. Wie denn das war, sie kriegt... Ach,
Scheiße, ich dachte, ich krieg da irgendwas raus. Enttäuschend jetzt. Aber ich habe ja gesagt, 498 kann gar nicht sein, aber ich wollte es trotzdem einfach mal eingeben und dann muss es ja eigentlich das Doppelte von 4 sein und dann eins weniger als 8. Easy. Weiß ich natürlich. 487. Das ist korrekt. Weitere Verifizierung erforderlich. Ach komm schon. Ich hab den Kaffee probiert. Du bist kein Kaffee. Probier den Kaffee. Versuchen wir's. Was? Probier den Kaffee. Ich bin kein Kaffee. Das ist problematisch. Ich kann jetzt nicht aufhören. Du passt doch auf mich auf. Oder? Ich bin gerade auch hart verwirrt. Hä? Hat... Also Alan Wake hat das ja alles hier geschrieben. Hat sie hier reingeschrieben. Hat er auch das Ding da reingeschrieben oder ist das einfach da? Weil es halt übernatürliche Kräfte hat. Und darauf kann Alan vielleicht keinen Einfluss nehmen. Tasting Room. Das wäre interessant zu wissen. Kann er vielleicht diesen... Wie hieß denn das nochmal? Naja, ihr Geist. Vielleicht kann er den nicht beeinflussen, deswegen ist er einfach mit in der Geschichte, obwohl er gar nicht da sein sollte. Who knows? Ja, sieht völlig... Endlich Kaffee. Lecker. Ich vertraue dir. Das war gar nicht so... Verdammt. Irgendwas stimmt definitiv nicht mit diesem Kaffee. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wehe, die verdammte Tür. Scheiße. Herr Officer, wie komme ich jetzt zu Ihnen? Wo war der eigentlich da unten? Bin ich die ganze Zeit da hinten gerissen? Der ist weg? Nee, der sitzt da. Nee, der ist weg. Ach, Menno. Jetzt da weg. Na toll. Alter. Dieses, ne? Die Wege hier. Die sind einfach auch unergründlich. Sind wir jetzt Kaffee? Ich hoffe. Alles in Ordnung, Sheriff? Ich habe Schüsse gehört. Mir geht's gut. Ich habe nach Ihnen gesucht, als ich von einem dieser Dinger angegriffen wurde. Ich habe ein wenig Kaffee in den Mund bekommen, ihn aber ausgespuckt. Ah. Sollte kein Problem sein. Cool. Aber ich habe etwas rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Ist wirklich alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Diese Regierungsbastarde werden mich nicht erwischen. Aber es ist nicht nur die Regierung. Hier ist noch etwas. Ich weiß nicht was, aber es ist... Sie müssen Ihren Bruder holen und so schnell wie möglich verschwinden. Mhm. Versprechen Sie es mir. Ja, klar. Ja, versprochen, Sheriff. Ich dabei, Niggi. Gut. Das ist gut. Ja. Ich werde mich hier nur eine Weile ausruhen. Okay. Mach das. Tschüss. Also wir wussten... Das vierte Wort des Leitsatzes, wir wussten die Rösttemperatur und natürlich sind wir jetzt auch Kaffee. Alles optimal.
Wir sind Übermensch. Ich hab den Kaffee probiert. Du bist Kaffee. Lege deine Waffe ab. Oh, Momentchen mal. Bist du bereit? Wenigstens einer von uns. Du bist kein Kaffee. Gar nicht. Was zum Teufel sind das für Dinger? Bin Kaffee, hallo? Du bist kein Kaffee. Ach, versperrt. Um Leute drin oder draußen zu halten. Der Kaffee spricht durch ihn. Eine neue Mission. Ach du Scheiße. Eine neue Mission steht vor. Du fühlst dich wie die Tasse, die gelobte Tasse. Die Tasse ist in Sicherheit, genau wie sie es wollten. Die Tür zu ihr ist versperrt und der Schlüssel befindet sich auf einem ehemaligen Schreibtisch hinter Kaffeepackungen. Meine Aufgabe ist erfüllt, es wird Zeit. Du dass bist ein Bohnen. Ich bin Kaffee! Du bist kein Kaffee. Doch! Jetzt bin ich Kaffee mit gebrochenem Hals. Scheiße. Ich sag mal so, das macht jetzt nicht Werbung für Kaffee, ne? Ja, ganz ehrlich. Kaffee ist ganz schön blutgünstig. Der hat doch gesagt, ich bin Kaffee. Warum sagen die auf einmal, ich bin kein Kaffee mehr? Ich finde das nicht in Ordnung. Wenigstens einer von uns. Die Verstickerung beginnt. Was zum Teufel sind das für Dinger? Alter, hat er gerade abtrünnige Bohne gesagt. Ich glaube es hat. Aufgabe, vielleicht schreibt schon alles eingangs als Abschied, okay. Ach, das Eingangs, also da hinten wieder. Na gut, hier kann keiner sein, also das wäre auch krass. Beginnt, Junge, dann fängt die Rüstung auch an, oder weißt du, aber mal ganz klar Bescheid. Ich habe getan, was mir aufgetragen wurde. Ich habe den Kaffee verpackt und die Leute nach Coffee World gebracht, um den Segen zu empfangen. Sie sagen, ich sei fast bereit. Und das ist doch die Hauptsache, Mensch. Ach, guck mal. Tschüss. Sheriff?
bist du hier reingekommen? Kaffeezeit ist wie Familienzeit. Das ist der schönste Moment des Tages. Hey! Reiß dich zusammen! Kaffee löst all deine Probleme. Er senkt das Risiko auf Herzerkrankungen und erhöht die Lebenserwartung. Scheiße! Ha. Tut mir so leid, Sheriff. Dann trinke ich mehr Kaffee jetzt. Das ist ein Albtraum. Sie wurden immer angelogen. Ich muss meinen Bruder finden. Ich hoffe nur, es geht ihm gut. Schönes Büro übrigens. Jahrelang belogen. Kaffee ist gut zu uns. Warum gibt's... Zum Teufel. Warum gibt's hier sowas? Hast du das schon mal gesehen? Oh, ich auch nicht. Ist hier was? Nee. Komplett abgespäßt, ja. Alter, das ist richtig Control, ne? Das passt richtig dazu. Sie hat ihn gefunden. Sie kann den jetzt wahrscheinlich nicht befreien, aber sie hat ihn gefunden. Denke ich. Eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung. Wie soll man eine Lüge aufdecken, wenn die Wahrheit jenseits unserer kühnsten Vorstellungen ist? Wer weiß, was wirklich hinter all den Vorkommnissen steckt in Night Springs? Wer weiß das schon? Niemand. Das war die zweite Episode, einfach. Weil auch nicht. Also. Ja. Ja, da kann auch nicht, also da kann man auch nicht mehr, ne, so sagen. Auf jeden Fall war das die zweite Episode. Das heißt, wir haben quasi schon zwei Drittel durch. Ja. Wir haben jetzt Jesse Faden gespielt, nochmal so ein bisschen was in Richtung Control gesehen. Oder gar nichts eigentlich in Richtung Control gesehen, aber der Hauptcharakter war halt wenigstens da. Oh, das ist auch was. Damit verabschiede ich mich von der zweiten Episode. In der dritten sehen wir uns wieder. Tschüss.